glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Dinge ja, ist ja gut. Vollbringen. Der Spiegel gehört mir, Menschling. Mir! Natürlich tut er das. Was hast du denn da dabei? Ein niedriger Erdelementar. Oi. Trotzdem würde ich sagen, wir gehen erstmal auf den Kleinen hier. Na los. Make my day. Do you feel lucky? Well, do you, Punk? Jo, ich würde sagen, das waren ein paar leicht gewonnene Erfahrungspunkte. Wo war die Bib? Da. Ach, man kriegt so schön viel Erfahrung in diesem Spiel. Ich weiß, man ist schon Level... Schieß mich tot, 12 oder so. Ich hoffe, man sieht gerade nicht, dass ich leiser gemacht habe. Hier müsste ungefähr dann da was sein, aber es sollte eigentlich nicht drauf zu sehen sein. Eigentlich, es ist nicht mehr viel Erfahrung für uns, aber ich zähle mich zu den wenn man sonst Sachen spielt, wo man irgendwie nur so 500 Erfahrungen kriegt und das schon viel ist, dann ist natürlich, wenn man für eine volle Quest irgendwie 48.000 Erfahrungen kriegt, dann ist... Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Ein XP-Gasmus. Oh, kleinen Sidequest gemacht, so schön, vielleicht kriegen wir irgendwas Nettes dafür. Ist schon geschehen. Wie sie eng hier für meine 6 Leute. Aber hey. Wo ist er denn? Der... Nein, ernsthaft, wo ist er denn? Ach, da ist er. Ihr benötigt etwas, Fremde? Ja. Ah, da ist er. Das ist idiotisch, Biest hat ihn zerbrochen. Tja, es wird Wochen dauern, bis ich ihn repariert habe. Ich hoffe, ihr habt den Kobold für seine Demütigung getötet. 19.000 Erfahrung. Nice. Aber ihr sollt so belohnt werden, wie wir es besprochen haben. Dort ist ein Sklave. Ein kürzlich gefasster Dieb. Das sollte angemessen sein. Was? Ich bin Sklave? Ich kann keine Sklave gebrauchen. Nun, das ist alles, was ihr bekommen werdet, kleiner Mann. Ich werde mich nicht zu einem erbärmlichen Handler herablassen. Ich habe keine Verwendung für den Mann, also gehört er euch. Ich lasse mich... Upsa. Oh, ich hoffe, das hat man jetzt nicht gesehen. Oh, shit. So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Mein Antivirusprogramm meinte, mein Spiel beenden zu müssen. Also, ich bin wieder hergelaufen, habe ein bisschen gebufft, weil das wahrscheinlich auf den Kampf rauslaufen wird, so wie alles mal losgeht. Wollt jetzt noch einmal meinen Superzauber ausprobieren, weil ich gerade mal durchgelesen habe? Da steht dabei, es verwandelt den Kleriker in eine Dampfwalze. Das kann nur Spaß machen. So, gerechte Magie. Ist auch irgendwie Rang 6 oder so. Hey, ihr habt einen Sklaven. Ich will aber keinen Sklaven. Ihr greift mich an, in meinen heiligen Hallen. Törichter Mann, ich werde Spaß daran haben, euch mit meiner Zauberkraft Stück für Stück zu zerreißen. Wirst du das? Na, mal los. Ruf, Mädels, alle drauf. Immer draufhacken. Alle draufhacken. Ja, Mercy, ich weiß, das wirkt nicht. Versuch's mal mit einer magischen Nahkampfwaffe. Einer von euch ist... Was? Ist alles so gematscht. Ich sehe nicht, wo ich, was ich angreifen muss. Man sollte meinen, als Kleriker hätte Anomen einfach mal Turn Undead auf Standard, aber ich sehe gerade nichts. Was passiert hier gerade? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wirklich nicht mal so ein bisschen. Ist das Merkhaft? Ja. So. Drauf. Schwer verletzt. Minsk ist tot. Der hat nämlich einfach mal tot gecastet. Aber Anomen hebt ihn gleich wieder auf, dann ist gut. Und wenn ich 8 Stunden warten muss, ist schon okay. Komm schon. Ist doch nur ein Spiegelbild, oder? Den anderen geht's aber noch halbwegs gut. Der ist einzig fies, ist dieser Todzauber. Und dass man den halt überhaupt nicht trifft, aber gut. Minsk stirbt ja eigentlich immer. Ich mag das Geräusch, wenn Skelette getroffen werden. Das ist irgendwie unterhaltsam. Gut. Anomen. Hast du den schon dabei, den Zauber, um Leute aufheben? Ich fürchte, nein. Da müssen wir den noch gerade mal suchen. Raise the Dead. Hier ist einer. Übrigens, diese gerechte Magie, Zauber ist großartig. Okay. Zeig die Richtung mit dem Schwert und ich werde angreifen. Lasst mal eine Runde. Jetzt solltest du den Minsk aufheben dürfen.
müffelt wahrscheinlich schon ein bisschen, aber hey. Ihr zeigt mir wohin Hallöchen. Und ich schlage zu. Ich glaube, ich bewege mal alle aus dem Raum raus und schicke nur Minsk da rein, damit er seine Kugel wieder aufsammeln kann. Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Sagt er, nachdem er gerade gestorben ist. Alles meins. Ihr könnt nichts davon haben. Okay. Also ich muss wahrscheinlich den ganzen Kram erstmal anlegen. Ne, ich will ja mein Lila-Core anlegen. Das will ich mit dem anderen Schwert, wie ich Lila-Core haben kann. So, du kommst da dran, du kommst da dran. Kette kann er nicht anziehen. Oh doch, er kann ein Kettchen anziehen. Gott, geben wir ihm nochmal das. Zweitwaffe, die er eh nie benutzt. Der Gürtel kommt noch dran. Und das war's auch schon wieder. Ach, die Tränke nehmen wir noch mit. Gut. Minsk und Bo. Allzeit stürzt dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Good. Denn Minsk wird dir keinen solchen einfachen Tod gönnen. Und du gehst mal zur Leiche vom bösen Wullebutz selbst hin. Kommst wohl gerade nicht durch, sehe ich. Ich hatte schon die Ehre, neben zahlreichen Kriegern zu kämpfen. Aber noch nie war ich so beeindruckt wie von euch, Masi. Super, ich finde super, dass sie auch untereinander agieren. Und was kommt nun? Ein Kommentar darüber, wie großartig ich doch für eine kleine Person bin? Eure Komplimente sind nur schlecht getarnte Beleidigungen. Fuck you, er war ganz freundlich. Minsk würde nie jemanden beleidigen, der ehrenvoll auf der richtigen Seite kämpft. Vielleicht seid ihr nicht so groß wie ich, aber das sind ohnehin nur wenige. Abgesehen davon, Bo würde eine Woche nicht mit mir reden, wenn ich auf klein losginge. Ich bin nicht geschickt mit Worten, aber ich werde hier und jetzt neben euch kämpfen. Ihr sprecht die Wahrheit direkt und offen aus, obwohl ihr mit der Sprache kämpfen müsst. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich dachte, ihr meint es übel. Oh. Das ist halt der Vorteil, wenn man eine Gruppe hat, die tatsächlich alle dieselbe Gesinnung ungefähr haben. Da verstehen die sich auch untereinander. Schöne Robe, netter Stab, bisschen Gold, Steinchen, der Spiegel. Ach, wir gehen wieder mit unserem Lieblingsspiel Shit an Eri weiterreichen. Obwohl, Eri könnte jetzt vielleicht eine neue Robe gefunden haben. Minz hat, glaube ich, den Edelsteinbeutel. Spiegel behalte ich mal. Tränke gebe ich noch ein paar zu Keldorn. Magische Feuerschutzrobe. Resistenz gegen Feuer 20. Was hat die eigentlich für eine Robe? Robe des Reisenden. Rettungswurf gegen Odem-Waffen. Ist die ja besser? Macht keinen Unterschied, ne? Ja, aber jetzt nehme ich lieber einen Rettungswurf mehr mit. Stabschleuder plus 1. Kampfstab plus 2. Ja, keine Ahnung. Ich habe halt nicht mehr viele Schleuderkugeln. Das wird gerade ein bisschen ein Problem. Ich glaube, die benutzt ihre plus 2 Kugeln, ja. Das ist die plus 1 Kugel. Du, Sonnensteinschleuderkugel. Geh mal wieder auf Kampfstab. Gut. Was hatten wir noch? Der Spiegel. Eleganter Spiegel mit einem goldenen Rahmen. Wohl zerbrochen, strahlte immer noch eine Aura der Macht aus. Okay, vielleicht kann ich damit noch später was anfangen. Kann ich das eigentlich jetzt knacken? Kann ich. Kein Platz. Ach Gott, ich muss wirklich mal ein bisschen aufräumen. Ja? Ich hoffe, das bringt was. Meins. Was bei dir ist der Zauberstäbe, hm? Stopp. Glaube ich, Zauberstäbe aus dem ersten Dungeon nicht mal benutzt. Stab und Zepter. Sagt mir, was zu tun ist. Und sowas. Welche Tränke sind das? Schöpferkraft, Konzentrationstrank. Ich bin nicht genau sicher, was der bringt, aber ich nehme mal mit. So, dann gucken wir uns noch eine Ecke um oder rasten mich? Ich glaube, ich raste nur mal wegen Minsk. Ist schon war wahrscheinlich echt jetzt eine ganze Weile hier. The fuck? Wo kommt ihr denn jetzt her? Doch, bewegt euch weiter. Minsk! Alle für Minsk! Ja, Doc dreht einmal eine Runde um den Block. Messi, ich glaube, du darfst wieder deinen Bogen benutzen. Macht jetzt gerade mehr Sinn. In so einem engen Gang. Die eigentliche Schwierigkeit gerade, einfach nur was zu treffen. Gut, das war's aber auch schon. Bin ganz froh, dass sie im Kampf eben nicht getriggert wurden.
Was gibt's denn noch in seinem Haus, das ich mir aneignen könnte, jetzt wo ich den rechtmäßigen Besitzer eiskalt ermordet habe? Aber ich bin einer der Guten. Oh, gar dumpfes Feuer und seltsam klare Einbildungen drehen sich durch meinen Kopf statt der Erinnerungen. Doch, was ist dies? Wenn der Typ kein Bade ist, beiß ich in den Tisch. Mein Sklavenhalter, er liegt tot da nieder, ich kann es spüren. Und der Spatz erblickt seinen glorreichen Retter. Oh, unermessliche Freude, Poesie erfüllt das Spatzenherz. So kamen sie denn, die Kräfte des Chaos, mit einem Fanfarenstoß, die blassen Klingen und die hässlichen Häupter kühn erhoben und trugen ihn mit sich hinfort, den kleinen Spatzen. Ja. Hübsche Worte und ihr könnt hinfortfliegen, wenn ihr wollt. Ich wäre im Nachhinein betrachtet hier froh, euch weiter meinen Freunden nennen zu dürfen. Egal welchen Namen man einer Rose gibt, oh mein lieber rettender Rabe, ihr kennt mich nicht einmal. Was, wenn ich mich als unfreundlich herausstelle, als eine bei weitem nicht so nette Person, als dass man mit ihr zusammen reisen wollte? Ihr wirkt eigentlich recht harmlos. Upsa. Und wenn sie euch alle meine Klinge springen ließen, ich glaube, ich habe gesagt, ich würde dann einen Troll verfüttern. Klingen? Ja, ich war eine Schicksalsgarde und vielleicht bin ich es noch. Obwohl ich jene Ebene hinter mir ließ, entspricht es der Wahrheit, dass sie mich nicht hinter sich ließen. Ich schmiedete zwei Klingen, Vergehen und Schicksal. Und in meinen Händen sind die beiden wie eine. Habt ihr Verwendung für einen Poeten, Krieger, Barbaren? Eigentlich ist meine Gruppe voll. Aber ich will mitnehmen und dann doch nicht. Wisst ihr, wie es läuft? Möge unser Leben ein Epos werden, doch lasst uns dennoch klein beginnen. Lasst uns schrumpfen zu einer Größe eines Edelsteins. Wäre ich einer, wo würde ich mich verbergen? Oder besser, wo würde ich meinen närrischen Mehlgrad verstecken? Hier in einem Altar, wenn ich mich recht entsinne. Dieser Edelstein gehörte einst mir, versteht ihr? Und ich muss ihn zurückbekommen, sodass ich Reilich Schei von der Siegel-Theatergruppe bringen kann. Sie braucht ihn. Kommt, lasst diesen Ort durchsuchen und den Edelstein endlich an sein Ziel bringen. Jupp. Ich finde ihn schon. Zur Not kann ich den sicherlich. Ja. Jawohl, nun denn, so will ich gehen. Doch muss der Edelstein, den ich erwähnte, noch aus Mekrats Lagerstätte geholt werden. Ich werde euch im Theater unter dem Wirtshaus zu den fünf Krügen erwarten. Ich bitte euch inbrünstig, bringt den Edelstein dorthin. Mach ich. Zur Not offscreen. Gucken wir mal. Doc, such mal nach Fallen. Ich wollte gerade sagen, das Haus eines verrückten Zauberers. Wenn es hier keine Fallen gibt, dann weiß ich auch nicht. Okay, wisst ihr was? Das macht Doki jetzt mal alleine, denn das ist sein Ding. Gut. Bestimmt auch noch verschlossen, ne? Jo. Egal, mehr Erfahrung, soll mir recht sein. Hübsche Halskette. Und das. Ah, gleich kann ich ja Nomen mal sein Level up verteilen. Und noch zwei glänzende Dingsies. Gut, ist aber immer noch nicht ganz der Edelstein, den ich suche, fürchte ich. Ah, oh Gott. Oh, werf deine Münze in diesen Brunnen. kommen die gleich? Ich hoffe, dass man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern. Ja, anscheinend nicht. Hallo, was bist du? Ein Eissalamander. Na, dann verkloppen wir den mal. Au. Verletzt. Alle drauf. Mädels, kriegt er hin. So, es bewegt jetzt einfach mal ein Stückchen, dann können vielleicht auch noch mehr dran. Aua. Ich habe keinen Quicksave nach dem Kampf gemacht, oder? Das wäre mir jetzt aber unangenehm. Ich glaube, Minsk zum Beispiel kommt nicht dran. Hat aber auch keine Pfeile. Na gut. So, rauf, komm. Kann nicht so schwer sein. So, jetzt aber. Mädels, alle drauf. Gut. Jetzt speichere ich aber mal. Gut, weiter im Text. Ich suche immer noch ein Edelsteinchen.